Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil. So, das letzte Mal war es ja ganz schön aufregend. Doch nun haben wir es geschafft. Wir sind aus dem Albtraum raus. Wir konnten Lisa entfliehen. So, aber was machen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerade nicht so locker beantworten kann. Erst einmal nochmal ein ganz liebes Dankeschön an Daniel 66 und so weiter, die ganzen Zahlen weiß ich nicht mehr, der mir gesagt hat, dass dieses Kampfgewehr einfach etwas besseres ist wie die Shotgun. Folglicherweise werde ich die Shotgun-Muni natürlich nur noch mit dem Kampfgewehr laden. Vielen Dank für den Tipp. Für solche Tipps bin ich immer dankbar. Was mache ich gerade? Ein bisschen Ordnung, ein bisschen tüfteln. Was nehmen wir jetzt noch mit? Ich bin am Überlegen. Weil folglicherweise kommen wir jetzt ja wieder in das Haus. So. Ich glaube, ich muss die zwei da kombinieren. Jawohl. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich problemlos einsetzen können. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Mal gucken. Jetzt noch eine Heilung mitnehmen. So, probieren wir es mal so. Jetzt mache ich erstmal die Muni von dem da leer und dann werde ich die Shotgun für immer eingraben. Die alte. Hab jetzt überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich weiß nur noch, dass irgendwann das Labor kommen muss und da weiß ich noch ein bisschen was. Aber jetzt dieses Zwischenstück, nix. So, jetzt müssen wir wieder diesen kleinen Waldweg durchlaufen. Gefahren nicht ausgeschlossen. Okay. Also für diesen Waldweg, für diese Inszenierung, das sieht so geil aus. Und allein dafür hätte man einen Preis verdient, wirklich. Das flasht mich heute immer noch. Auch wenn es nur ein kurzes Stückchen ist. Okay. Oh, da steht einer. Das ist ja ein normaler Zombie. Oder ist das ein schneller Zombie? Ich will die nicht machen. Hätte ich jetzt die normale Waffe dabei, würde ich sie killen, aber Shotgun? Nö. Da war das Rätsel mit den Statuen. Und da hinten sehen wir schon das Häuschen. Juhu. So. Ich neige jetzt dazu. Haben wir hier noch was liegen? Nee. Ich probiere mal, ob man dieses eine Symbol hier auch mitnehmen kann. Da hätten wir zwei davon. Weil das sieht genauso aus wie das andere. Ja, wir können das mitnehmen. Ich nehme es mal mit. Jetzt haben wir nämlich zwei. Stein- und Metallobjekt. Und die können wir jetzt wahrscheinlich in dieser einen Tür im Haus einsetzen. Und dann geht's weiter. Also jetzt sind wir definitiv das letzte Mal im Haus. Da bin ich mir relativ sicher. Ich werde nur noch eine Kleinigkeit mitnehmen, die ich glaube, brauchen wir dann auch. Ist ja kein Problem, denn hier ist ein Speicherraum. Zum
Glück haben sie das Haus nicht nochmal mit Huntern gefüllt. Zumindest scheint es bis jetzt so. Meinen Erwartungen nach werde ich auch noch... Wo ist das? Ich schleppe zu viel Heilung mit mir mit, definitiv. Das Windwappen. Ja, eigentlich will ich das mitnehmen. Das kommt mir so spanisch vor. Aber das Windwappen müssen wir jetzt doch auch langsam brauchen. Ach komm. Was soll der Geiz? Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt bald was loswerden von den Dingern. Ein Labor brauchen wir den nicht mehr. Und es bleibt auch kein optionaler Gegenstand zurück. Man muss ja alles einsetzen, denke ich. Naja, wir werden es merken. Wo ist eigentlich Rebecca? Chris meinte, sie soll schon mal vorausgehen. Aber wie denn ohne Wappen und Schlüssel und so weiter? Die haben es echt einfach, diese Nebencharakter. Nun gut. Dafür hatte es Rebecca schwer in dem guten alten Zero. So, ich meine diese Tür da. Die können wir jetzt... So. Kabum. Und... Hä? Ich lasse es drin. Ich bin noch nicht fertig. Und das hier. Jawohl. Die beiden Symbolen passen genau in die Tür. Öffnen. Ja. Bin mal gespannt. Geht wieder da runter. Ich hab so wenig Muni. Ob das was wird. Nochmal speichern. Eine Truhe, sehr schön. Ich glaube, ich speichere dann wirklich noch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was kommt. Die zwei lasse ich mal drin. Ich nehme auch wieder die andere Shotgun mit. Und werde speichern. Ja. Kann nämlich gut sein, dass wir Lisa nochmal begegnen. Schon 21 Mal gespeichert. Wir gehen echt auf Nummer sicher. Na gut, das hat ja auch ein bisschen mit dem Let's Play zu tun, dass man das da schön dann cutten kann. Aber wir haben ja noch 9 Farbänder, das reicht. Das reicht dicke. Und immer tiefer runter und schon sind wir wieder in diesem Berghöhlenkomplex. Na super. Ich freue mich. Oh, es ist etwas romantisch hier mit den Kerzen und so. Das kann nur von Lisa getan worden sein. Und ich habe ein ganz ungutes Gefühl gerade. Aber wir müssen. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action.
Okay, ich weiß wieder, was zu tun ist. Wir können das Vieh nicht besiegen. Aber wir können diese Steinchen, das ist knapp, was ich da mache. Okay, es geht. Ja, ihr seht ja, was ich mache. Ich muss... Ah, die rennt auf einmal! Mistvieh. Boah, und schon rot. Verdammtes, dummes Kind. So, ein Steinchen noch. Und dann passiert irgendwas mit dem Ding. Ich muss die jetzt da weglocken. Das geht so nicht. Okay, sie ist weg. So, bin mal gespannt. Heftig. Das ist heftig. Tja, Wesker, was sagen wir dazu? I'll investigate this area a little further. Okay. Wer wissen will, was Wesker jetzt macht, muss Resident Evil Umbrella Chronicles für die Wii spielen. Ich glaube, es ist eine Zusatzmission, die man sich freispielen kann, aber sehr interessant. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht schafft, euch alle nicht zwischendurch zu vergessen. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr ausseht, was wir zusammen gemacht haben, all das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi halten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi, okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 67, Jessica Trevor. Ja. 67 hat das alles schon angefangen, das muss man sich mal vorstellen. Und dieser Trevor ist zusammen mit einem gewissen William Birkin, der Gründer des Hauses gewesen. Birkin wird eine größere Rolle in Resident Evil Zero spielen. Wie gesagt, das werden wir vielleicht auch mal zocken.